gemacht. No! No! Stirb! Kaputt gemacht! Ciao, ciao! Wo bleibt der Nächste? Nicht da? Okay. Wer kommt da jetzt? Pass auf. Das geilste Schiff, das es jemals gab. Schaut es euch an. Damn. So ultra cool. Echt so mal zeigen, wie geil sie ist. Dieses Boot ist sowas von orgasmisch. Geiles Schiff. Ich liebe es auch. Oh, da kommt ein Torpedo auf mich zugeflogen. Nee, er spackt erst mal ein bisschen mit dem Schiff ab. Okay. Ich krieg ja so einen dicken Torpedo in den Arsch gesetzt. Das ist natürlich auch sehr nett. Das wollte ich natürlich nicht so gerne, aber was soll's. Stirb erstmal, Argon. Stirb an meinem Superlaser. Damn. Los, der Nächste. Ich liebe diese Ausrüstung. Damn. Jetzt gibt es hier Krieg ohne Ende. Bonza. Und der Nächste? Wo ist der Nächste? Ja, ja, ich schaue mich gerne um. Ich schaue mich mit meinen Lasern gerne um. Oh, voll reingerast. Was soll's. Das ist mir wert. Zack, 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 zack. Ich werde niemals mehr ein anderes Schiff steuern. Bums. Du bist der Nächste. Da. Hier ist der Krieg doch längst nicht vorbei. Hier kocht das Wasser. Und das Titaniumfeuer ballert wie bekloppt herum. Tschüss. Verflucht. Noch ist nichts los. Jetzt ist was los. Kaputt immer. Locker bleiben, Stony. Wir müssen hier weg. Der Divers spackt einfach nur ab. Er kann nichts mehr. Wow. Worauf ballert er denn? Er ballert einfach auf irgendwas. Das war natürlich auch cool. Ja, verpissen wir uns mal hier lieber. Das ist nicht mehr so angenehm hier. Repariert mein Schiff, dass hier alles wieder heil ist. Jo, das sieht gut aus. Alles wieder perfekt. EMP steht bei 50%. Und ich bewege mich Richtung Westen, richtig? Ja. Richtung... irgendwo da lang auf jeden Fall, oder? Nö, nicht ganz. In die Richtung dann. In die Richtung darf ich mich bewegen, oder? Ja, das sieht schon besser aus. Nein, Norden. Irgendwie bin ich hier falsch. Nein, 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 doch nicht. 3500 und dann schätze ich mal in den Westen. So bleiben und jetzt eigentlich in die Richtung bewegen. Ja, genau, perfekt. Jetzt müssen wir uns in die Richtung bewegen. Ja, ich hatte ein gewisses Ziel vor Auge. Das dürft ihr nicht vergessen. Es gibt noch die Bonusaufgabe, die ich nicht vergessen darf. Und ja, wir werden jemanden sehen, den wir lange nicht mehr gesehen haben. Ja, Ziel erfolgreich an der Stelle. Ist mir aber relativ lax, weil es gibt ja noch was zu tun, wie gesagt. Es gibt ja noch ein kleines Bonusziel und ich hoffe, ich kann es jetzt auch erfüllen. Ich wüsste nicht, wann sonst. Das kann ich mir nichts vorstellen. Ich quetsche mich einfach zwischen den Häusern durch. Koordinaten 1500 und 3400 oder so war das gewesen. Da muss ich hin. Einmal kurz... Ja, ui, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ja, Shantyman, da ist er. Das ist einer von Stregers Ordenssöldnern. Klemm dich da mal ran, wo der hin will. Aber lass dich nicht erwischen, Crimson. Nein, nein. Niemals. Okay. Er wird verpissen. Er darf mich nicht sehen. Er ist ziemlich schnell. Okay, wo geht er hin? Da. Ich schwimme ihm mal hinterher. Hä? Wo geht er denn hin? Er verpisst sich einfach. Er ist verschwunden. Wieso ist er verschwunden? In welche Richtung ist er verschwunden? War ich zu weit weg gewesen? Okay. Ja, normalerweise... Schade. Nee, das möchte ich jetzt aber nicht normal machen, aber... Normalerweise ist das ein Bonus, hier noch den Shantyman zu verfolgen, dass er irgendwo hingeht. Ich weiß noch nicht wohin. Ja, das wäre soweit dann... Laser, ja, es geht nochmal die Laser Gatling jetzt nochmal. Ist schön und gut, aber ich wollte sie eben jetzt schon für die Mission haben. Nicht wundern deshalb. Ja, es gibt dafür nochmal 4 Man-Eater dafür, wenn wir das machen. Also es ist kein großes, keine große Belohnung, aber ich werde das Spiel mal selber spielen. Versuch den Shantyman mal zu verfolgen. Gut gemacht, Crimson. Ich werde mich nun um die Auswertung des Lagerplans von Captain Juan García López kümmern. Sieht so aus, als ob uns die Reise bis hoch in den Norden führt. Aber immerhin. Wir besitzen jetzt die Demis, damit eine wichtige Voraussetzung, das Grab auch öffnen zu können. Wirklich? Ob es jemals auf diesem Planeten Menschen gegeben hat, die sich so viel Mühe gemacht haben, ins Grab zu kommen? Ned, warum willst du deine Rache? Es hat dich zerfressen. Es kann noch so viele Opfer kosten. Die Dinge nehmen jetzt ihren Gang. Wir können sie nicht mehr aufhalten. Wir müssen nur noch mitspielen. Und Träger... Sie muss sterben. Ich erinnere mich, als unser Sohn uns damals verließ. Er setzte noch einen Abschiedsfunkspruch ab. Er war so voller Vertrauen.
Genau wie Angelina. Ja. Wie Angelina. Was steht also als nächstes auf dem Spielplan des Schicksals? Finde den Öffner des Tores. Er ist hier, in Neopolis, ich weiß es. Streger selbst hat das schon herausgefunden, bevor sie zum Feind übergelaufen ist. Wenn Lune zu ihrem Orden gehört, ist er vielleicht auch im Besitz des Schlüssels. Nein. Selbst er hätte es nicht gewagt, die Verantwortung für einen derart entscheidenden Gegenstand zu übernehmen. Er ist woanders versteckt. Die Legende sagt, öffne das Grab mit einer Erinnerung. Öffne das Grab mit einer Erinnerung. Wo findet man denn Erinnerung? Schaut euch mal hier um. Auf diesen Bildschirm. Was fällt euch hier auf? Schaut euch die fünf Orte ganz genug an. Ganz genau an, meine ich. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. So, gehen wir mal jetzt zum Concordia-Platz. Warum nicht? Was ist hier los? Hier ist einmal der Shantyman. Hallo, Shantyman. Ah, mein junger Freund. Wie wär's mal wieder mit einem Tsunami-Booster? Verschwinde. Lauf zu deiner Ordenschefin und leck ihr die Füße. Sag doch mal, was macht dich so sicher, auf der richtigen Seite zu sein? Vielleicht sind ja wir, die Ordenssöldner, die bessere Seite. Lauf zu uns über, Drake. Vergiss den Idioten nicht. Er ist schuld an Angelinas Tod. Komm zu uns. Hier findest du Sicherheit. Sicherheit ist was für zahnlose Haie. So viel ich weiß, habt ihr ja noch nicht mal den Schlüssel. Was sagst du dazu? Vielleicht geht es ja gar nicht um ein Wettrennen. Wir sind gar nicht daran interessiert, die Tränen des Engels in den Händen zu halten. Ich weiß. Euer Interesse ist lediglich zu verhindern, dass das jemand anders tut. Miese Verräter. Ach ja? Verrat? Das ist unsere letzte Warnung. Besinne dich. Der Bund derer, die um das Geheimnis der Tränen wissen, ist so gut wie am Ende. Nur noch du, Ned und Fuzzyhead wissen davon. Und Streger. Genau. Also, wie lautet deine Entscheidung? Meine Entscheidung? Ich werde dich töten. Geile Entscheidung, Braumeister. Honky-Tonk, Honky-Tonk. Honky-Tonk, Jungchen. Ihr habt's diesem Barracuda-Hintern von Lunet gezeigt. Ja, wir haben seine Damas. Darauf ein Tsunami-Booster-Bübchen. Lass es rollen. Sicher, gönnen Sie sich einen. Sie haben uns sehr geholfen. Geholfen? Hi, Scheiße. Du wirst alt, mein Braumeister. Alt. Fängst schon an, irgendwelchen dahergelaufenen Makrelen-Nachgeburten zu helfen. Na denn, Honky-Tonk, Babyface. Honky-Tonk. Honky-Tonk, das geilste Wort der Welt. Stony, Honky-Tonk, Alter. Crimson Man. Alles durchsichtig, Kumpel? Ich weiß, ich hab da so komische Sachen gesagt. Über Angelina. Tut mir leid, Mann. Schon in Ordnung. Sieht so aus, als ob Ned jetzt unser neuer Skipper wäre. Mann, Amitab. So kurz vor unserem Ziel. Was hab ich den alten Eisenfresser schon gehasst? Erst gestern gab's einen eiskalten Anschiss von ihm und jetzt... tot. Aus. Er hat sich für Animal geopfert, Mann. War doch ein feiner Kerl, der Alte. Ich weiß nicht, Stony. Ich weiß nicht, wie weit die Tränen des Engels entfernt sind. Vielleicht gehen wir alle dabei drauf. Ich könnte verstehen, wenn du die Harvester verlassen willst. Wie viele Bräute hast du denn hier in Neopolis? Maxine, Jetty, Chinbao. Mann, es könnte so schön sein. Ja, könnte es. Wenn nicht ständig die Wirklichkeit dazwischen käme. Ja, Mann, weißt du, Crimson? Verdammt, ein Einbeiniger kann schlecht stolpern. Nix ist, wie es war. Und nix war je, wie es hätte sein sollen. Du wirst zum Philosophen, Stony. Es gibt keine Chinbao. Und auch keine Lindy. Keine Mary. Keine Juanita. Shit. Wenn man sieht, wie es ist, sieht's so aus, wie es keiner will. Ja, ich nehme an, dass du recht hast. Also was ist? Verdammt, Mann, was soll schon sein? Niemand wartet auf mich. Ich glaube, außer euch weiß noch nicht mal jemand, dass es mich gibt. Ich bleib dabei, Mann. Natural. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Hey, was liegt als nächstes an? Ich muss den Schlüssel finden. Ohne ihn bekommen wir das Felsengrab nie auf. Was für ein scheiß Schlüssel, Mann? Keine Ahnung. Muss eine Art Antiquität sein. Antiquität, hä? Na, dann such doch gleich im Museum, Mann. Richtig. Ab ins Museum. Ach, scheiße, ey. Na gut, der Stony bleibt auf unserer Seite. Er hat niemand anderen mehr, muss man an der Stelle sagen. Ist wirklich schade. Fuzzyhead ist hier. Was machst du denn hier, Kollege?
Wir nähern uns unserem Ziel, mein Junge. Ja, ich kann es auch spüren.